So, wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich muss mir gerade noch mal meinen Teebeutel aus dem Tee nehmen. Und wenn mir das gelungen ist, ohne meinen ganzen Schreibtisch voll zu plörren, dann können wir weitermachen mit Warsaw. So. Operation Teebeutel ist geglückt. Kann ich vielleicht später noch mal einen Schluck rausnehmen? Beziehungsweise noch mal einen neuen kochen. Klimper, Klimper, Klimper. Manuel Falke, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass du einschaltest. So, fortfahren. Jan, moin, guten Abend. Beim letzten Mal habe ich eine Mitstreiterin verloren, und zwar eine von den einmaligen Charakteren, den besonderen Charakteren, die man hier leveln kann. Und zwar Wanda, die Pionierin. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, dafür haben wir ja Franek neu dazu bekommen, den Jungen. Und wie heißt der Kollege noch? Martin, ein übergelaufener Wehrmachtssoldat, bei dem noch nicht so ganz klar ist, was mit dem eigentlich los ist. Vielleicht gucken wir tatsächlich doch mal in den Kodex rein und versuchen da mal so ein bisschen rauszufinden. Schauen uns mal diese ganzen Leute, die wir hier haben, an. Christoph ist ja eigentlich von Anfang an dabei, einer der ersten. Er mag keine Menschen, die Befehle in Frage stellen. Ein Soldat des Warschauer Ablegers der Heimatarmee. Ein willensstarker Mann, der sich danach sehnt, seine Stadt für die zukünftige polnische Regierung zurückzugewinnen. Okay, aber es gibt noch mehr Kodex-Einträge. Mehr schalten wir frei, wenn er an 5 Missionen teilgenommen hat. Und wenn er Veteran ist. Okay. Auch interessant. Dann Kasimirsch, der ist ja auch unser MG-Mann die ganze Zeit. Seine Eltern arbeiten in der Post und im Kino, selbsternannter stolzer Unternehmer am Rojitski-Markt. Lange Zeit Handelspartner der polnischen Untergrundbewegung, versorgte sie mit Bauteilen und Waffen im Austausch für erstklassige gefälschte Kennkarten. Ja. Da gilt das Gleiche hier, 5 Missionen und Veteranenrang. Dr. Tod, guten Abend, moin. Jadwiga ist auch von Anfang an dabei, unsere Sanitäterin. Eine in Warschau geborene Lehrerin und frühere Ausbilderin des polnischen Pfadfinderverbandes. Nachdem sie in ihrer Zeit bei den Pfadfindern eine grundlegende medizinische Ausbildung erhalten hatte, meldete sie sich freiwillig dem Aufstand als Sanitäterin zu helfen. Sie ist eines von vielen Familienmitgliedern, auf die die AB-Aktion 1940 gerichtet war. Einige Zeit nachdem Jadwiga aus dem Arrest entlassen wurde, begann sie in Privatwohnungen zu unterrichten. Dies war Teil der geheimen Weiterbildungsmaßnahmen, die während des von den Nazis eingeführten Generalgouvernements organisiert wurden. Nachdem sie solche Initiativen als wertvoll erachtet, lehnt sie nach außen hin die Vorstellung, sein Land über alles andere zu stellen, ab und vermeidet es, dies ihrerseits weiterzugeben. Damit ist klar, dass sie kompromisslos Engagement für ihre Arbeit als Lehrerin an den Tag legt. Darüber hinaus sorgt sie sich sehr um jene in ihrer Obhut. Sehr gut. Jo. So. Franciszek. Ach, Franek. Ah, der heißt eigentlich Franciszek. Alles klar. Mitglied der Sawischer-Gruppe, die aus den jüngsten Speeren der Scharische Rigi besteht. Kindersoldaten. Ja. Wanda, ja, die haben wir nun leider verloren. Aus einer Bäckerin wurde eine Munitionsarbeiterin und schließlich eine Pionierin im Widerstand. Beschäftigt sich mit jeglicher Art von explosiven Gerätschaften. Über sie werden wir nichts weiter herausfinden. Und Martin Luscher, der Überläufer. Er mag deutsche Groschenromane aus den 20ern. Einer der sogenannten Malgré-nous oder Elsässer, die vom Dritten Reich für die Wehrmacht zwangsrekrutiert wurden. Eifriger Überläufer, der nun bereitwillig dem Widerstand dient, dem Aufstand dient. Alles klar. Ansonsten haben wir hier noch die Waffen und so weiter, die Feintypen. Ach, hier bei den Rona wollte ich mal gucken.
Was das für Leute waren hier. Männer sind Mitglieder der 29. Waffengrenadierdivision SS Rona, die Teil der Kampfgruppe Reine Fahrt war. Sie wurde üblicherweise in den von den Nazis besetzten Gebieten Russlands rekrutiert und vor allem für Antipartisanenkämpfer eingesetzt. Okay, ja, das hatten wir ja schon vermutet, sowas. Und die Offiziere dazu. Dirlewanger. Ein furchterregender Haufen der SS-Sondereinheit. Unterschiedlichste Nationalitäten, die für die Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden. Obwohl die meisten von ihnen einen kriminellen Hintergrund haben, stammen einige der Mitglieder der Sondereinheit auch von den sogenannten Ostgruppen. Wie die Rona-Division sind sie Teil der gemeinsamen Kampfgruppe Reine Fahrt. Mhm. Ist das alles so richtiger Hintergrund? Ja, stimmt, das ist dann noch... Ich meine, es ist sehr knapp gehalten hier, ne? Was aber für ein Spiel ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Was ich mir jetzt als Historiker wünschen würde, oder bei eigentlich allen Spielen wünsche, wäre ein Hinweis darauf, woher sie oder worauf sie sich denn da berufen. Worauf sie sich beziehen. Ich meine, bei so kurzen Texten ist das meistens ja kein allzu großes Problem, aber sobald es ein bisschen ausführlicher wird, wäre es irgendwie schön, wenigstens einen kleinen versteckten Verweis zu haben auf Literatur oder irgendwas. Das wird die meisten Spielenden nicht wirklich interessieren, womöglich. Und wenn das so sein sollte, dann sei es drum. Ja, aber sagen wir mal, die Recherche werden die ja so oder so gemacht haben. Dann können sie auch sagen, wo sie es her haben. Genau, knappe Informationen, wie gesagt, müssen ja nicht schlecht sein, können als Einstieg sehr, sehr gut sein. Und so ein Spiel hier, das wäre jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ist ja kein gezielt entwickeltes didaktisches Lehrmittel, sondern ist in erster Linie ein Spiel. Und natürlich lernt man in eigentlich allen Spielen, die Frage ist dann, was man halt lernt. Und wenn es um historische Hintergrundinformationen geht, ja, dann kann man das über Narrative natürlich im Spiel machen, dann kann man das über solche Codex- oder Lexika-Einträge machen, das kennt man ja auch aus anderen großen Spielereien. Dann denken wir an Total War, an die Enzyklopädien da drin, denken wir an Assassin's Creed, was es sehr offensiv macht, ja auch mit diesen Rundgängen, die immer dann jetzt als DLC oder als kostenloses Standalone, glaube ich, auch zur Verfügung gestellt wurden. Gerade bei solchen Sachen, wo es dann aber umfänglicher wird, wo mehr Informationen gegeben sind, da würde ich mir wünschen, dass da Verweise auftauchen. Im neuesten, hier Assassin's Creed Odyssey, da haben sie ja zumindest mal sogar Bilder von archäologischen Artefakten drin und sie zitieren antike Quellen, allerdings auch ohne anzugeben, wo in den Quellen das steht. Sie nennen einfach nur den Autor. Das ist ein erster Schritt, aber das reicht halt nicht, wenn man jetzt nachprüfen will. Meine Geschichtswissenschaft ist wie jede Wissenschaft. Da gibt es 100.000 Theorien und unterschiedliche Blickwinkel und Betrachtungsweisen. Dann ist es, ja, vielleicht gibt es einen verfälschten Eindruck davon, wenn eine einzige Wahrheit sozusagen abgebildet ist und so konsistent abgebildet ist, als wäre sie halt die Wahrheit, die wir im Historischen sowieso nicht kennen. So, wir machen jetzt aber mal weiter im Spiel, bevor ich mich da noch weiter auslasse. Waren wir da zuletzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier ist die Moral nicht gut. Hier auch nicht. Wir können in Prager, Mokotow, können wir Exkursionen machen, ne? 130 Vorräte haben wir allerdings nur. Wikipedia zum Reinefahrt-Dings. Okay, ja. Danke. Danke für den Hinweis. Für die Interessierten, die das nochmal nachlesen möchten. Dann sollten wir vielleicht mal ganz kurz hier zu unserer sogenannten Marketenderin gehen. Die Frage ist, lohnt sich die Pistole zu reparieren? Verkaufswert 35. Aber das bezieht sich nicht auf die reparierte Pistole, oder? Verkaufswert 70. Warum ist der Tooltip so hoch, dass ich nicht sehen kann, was für eine Waffe das ist?
Weiß ich nicht. Ich hoffe, das mit dem Mauszeiger ist heute in Ordnung. Ja, ich habe auch noch nicht rausgetappt. Na gut. Sollte es wieder auftauchen, sagt mir Bescheid. Es gibt leider bei Streamlabs OBS, was ich benutze, keine Möglichkeit, das zu erzwingen. Die einzige Möglichkeit wäre, das Ganze hier im Fenstermodus auszuführen, dass es eigentlich quasi immer einfach nur im Hintergrund ist. Geht aber nicht, weil die Auflösung hier nicht unterstützt wird. Dann habe ich irgendwie so ein winziges kleines Fenster. Das ist ja auch irgendwie nicht so praktikabel. So, wir verkaufen von diesen Umhängen 276. Das würde ja für eine Mission oder für eine so eine Exkursion reichen. Verbände. Verkaufen wir davon nochmal 4 und hiervon nochmal 5. So, jetzt haben wir ein bisschen was. Und dann gehen wir zu den Exkursionen. Und dann können wir sogar beide machen. Ja, wunderbar. Wie sieht es denn jetzt aus? Das wird noch nicht direkt abgebildet, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Scheint fast so. Gucken wir mal, was für Missionen das sind. Sammle Vorratslieferungen. 4 Stück. Dauert 4 Tage. Wir bekommen eine beschädigte schwere Waffe. Das wäre ja mal was. Schwere Waffen können wir gebrauchen. Hier ein Gewehr. Stoppe einen vorbeifahrenden Sonder-Kfz-Transport. Oha. Da uns die Pionierin verloren gegangen ist, glaube ich, haben wir nicht genug schwere Waffen, um da vernünftig gegen anzukommen, oder? Beschädigte Maschinenpistole, stelle zivile Briefe zu. 2 Stück. Am besten wäre es hier in Vola, weil die Zermürbung hier auf 3 ist. Tatsächlich das zu machen. Dann muss Christoph auf jeden Fall mit. Der hat die Piat. Ja, Jadwiga muss sich eigentlich mal heilen. Das ist ein echtes Problem hier alles. Kasimirsch eigentlich auch, aber der hat zumindest ein MG. Na komm, dann nehmen wir Martin noch mit. Wo muss denn der stehen? Der kann überall stehen. Gucken wir nochmal ganz kurz. Zum Anzünden muss er aber vorne sein. Also da. Joa. Who's next? Jaroslavs Fähigkeit ist ganz cool. Franeks Sachen hier sind auch nicht schlecht. Wir haben ja Medipacks dabei, beziehungsweise die können wir ja mitnehmen. Ist die Frage, ob wir Deckung haben oder nicht, sonst wäre Slava ganz gut für die Deckung. Also wir nehmen das mit. Nehmen hier noch die restliche Kleinkalibermunition mit, so viel wir tragen können. Tja, und dann auf ins Gefecht. Auf zum letzten Gefecht. Ah. Lecker aus Friesentee. Allerdings ohne Sahne. Da bin ich gar kein Freund von. So, Medipacks. Ganz wichtig jetzt am Start. Die reichen sogar nicht mal hier aus. Machen wir es mal so. Das heilt die natürlich hier in Richtung der Verletzungen nicht. Es gibt die nur quasi jetzt für diese Mission HP. Und wir haben 6 Kämpfe. Allerdings der vorbeifahrende Transport wird wohl nur einer davon sein. Ein weiteres Ereignis und 3x Beute. Dann lasst uns auch direkt hier mal so einen Kompass einsetzen und wir düsen los. Können wir hier an den Häusern vorbei? Ja. Halt, wir sind direkt in eine Patrouille gelaufen. Vielleicht sollte ich doch eher die Leuchtpistolen mal einsetzen, um aufzuklären. Aber wenigstens haben wir hier Deckung, das ist ja schon mal gut. Was haben wir auf Gegnerseite? Sanitäter. Was ist er hier? Ein Pionier, MG-Schütze und der Sapeur. Wobei, naja gut, beides Pioniere, ne? Gut. So, was tun? Als allererstes versuchen wir mal... 50 mal schwere Waffen haben wir. Ja, trotzdem versuchen wir verbrennen direkt als erstes.
2 in Brand gesetzt, den Sanitäter auch ganz gut getroffen. Er repariert direkt hier die Deckung, okay. Nicht schlecht. Wir können direkt nochmal versuchen, das mit dem Anzünden, und zwar mit Franek. Oh, mal schön Schaden gemacht. Ja, sieht doch ganz gut aus, okay. Er schießt. So, mal eben gucken auf die Typis. Präzision 18 bis 23. Ja, das machen wir doch. Ah ja, hallo, guten Abend. So, ausgeschaltet. MG-Schütze schießt vorbei. Nimmt nochmal Brandschaden. Hat auch noch Brandschaden für einen weiteren Tick. Und er hier auch. Der Gegner hat noch eine Aktion. Wir könnten nochmal schießen mit der freien Schusslinie auf den MG-Schützen zum Beispiel. Allerdings wird ihn das nicht ausschalten. Versuchen es trotzdem. Ah, vorbeigeschossen. Ach, da ist ja auch noch der Hund. Der versteckt sich da hinten. Brandschaden. Okay, der Sapeur hat noch 5 HP. Der MG-Schütze 15. Wenn wir jetzt nochmal was rüberwerfen. Warum geht das nicht? Weil wir nicht vorne stehen. Meh. Und das kostet was? Kostet 2 Ausdauer. Ist natürlich problematisch, ne? Dann schießen wir einfach erstmal einfach so. Und zwar auf ihn hier. Dann ist der zumindest schon mal raus. Bin gespannt, was der Gegner jetzt macht. Der Hund kommt wieder, okay. Schiebt ihn weiter nach hinten. Aber jetzt wie geheilt direkt zurück. Schön. 10 bis 17 Schaden durch Flankieren. 88% Wahrscheinlichkeit. Drückt die Daumen. Na, ja, 10 Schaden nur. Schade, schade. Ich gebe Feuerschutz. Okay, dein Feuerschutz geht aber vorbei, Kollege. Das trifft die Benachbarten. Auf welchem Feld steht der Hund denn? Aber steht da direkt neben ihm, ja. Bis 17, 5 bis 10. Damit sollten wir den MG-Schützen ja wohl, wenn wir treffen, ausschalten. Ja, sehr gut. Den Hund allerdings verfehlt. Oh, und ich sehe gerade, Martin hat Blutungsschaden. Wie lange? Für einen Tick noch. Wir könnten ihn direkt mal heilen. Ne, ich will lieber dem Pionier hier nochmal Blutungsschaden geben. 32 HP hat er noch. Sehr gut. Ja, Franek kann alles nur vorne machen, deswegen drängen die den auch die ganze Zeit zurück. Das hat gut gemacht von der KI. 10 bis 17. Ja, komm. Peng, peng, peng. 14 hat er noch, dann nimmt er gleich nochmal 7 bis 8 Schaden. Jadwiga widersteht dem der Blutung, das ist auch wichtig. Ah, jetzt sind die beiden nicht mehr in der gleichen Reihe, leider. Ja komm, wir müssen Franek mal wieder nach vorne bringen, damit er von da aus sein Spezialpaket einsetzen kann. Ja, und der Pionier schickt ihn sofort wieder nach hinten. Hinfort mit dir. Jetzt haben wir noch den Hund auf der Gegnerseite. Der kann uns natürlich auch zurückdrängen. Egal, wir bringen ihn schon mal vor. Haben wir auch bessere Trefferwahrscheinlichkeit, wobei natürlich die Deckung hier davor ist. Oder wir machen das tatsächlich mit dem Anzünden. Allerdings kostet es 6 schwere
Waffen, Munition, und die haben wir nicht. Also die haben wir schon, aber wir haben nur noch 38 dabei. Nicht so viel. 19 Schaden ist ja schon mal ganz gut durch den Flankieren-Bonus. Blutung bei Franek ausgelöst. Ich würde mal sagen, wir heilen ihn. Ja. Wie viel Schaden machst du hier? Bis 10 nur. Das ist natürlich sehr wenig. Wenn du mit dem Revolver schießt, ebenfalls 10. Und hier durch das Flankieren. Na gut, aber das reicht ja. Kritischer Schaden sogar. Gut. Ersten Kampf überstanden. Der gelbe Pfeil, der ganz leicht angedeutet ist, zeigt an, dass die Sonder-Kfz-Patrouille hier drüben irgendwo ist. Wir schießen mal eben unsere Leuchtpistole hoch. Na, da können wir erstmal die Patrouille looten. Ist die Frage, was ist hier drüben, ne? Auch nochmal Beute, sehr gut. Alles mitnehmen, Munition, alles was wir tragen können. Und die nächste Patrouille. Ja, kurz davor nochmal wieder die Pistole abzuschießen, die Leuchtpistole. Hätte ich es mal getan. Kostet das eigentlich gleich viel? Benötigt 6. Ja. Aber wir machen das mal, weil es auch Gegner unterdrücken könnte. Das sind wieder diese Rona-Schützen. Ja, aber unterdrücken hat leider nicht geklappt. Schade. Das hat die KI auch wieder gut gemacht. Er ist nach vorne gekommen, damit die nicht beide in derselben Reihe stehen. Was kostet denn der Spaß hier? 5 schwere Munition. Ja, komm. Was soll's? Was soll's? Jo, er feuerte mit der PP-Schar zurück. Und Martin steht natürlich auch viel zu weit vorne, als dass Jadwiga ihn direkt heilen könnte. ...16-24, allerdings bekommt er noch Blutungsschaden. Drängen wir lieber den mal zurück. Vorbei. Schade. Schade, schade. Und seit wir Martin dabei haben, der diese Fähigkeiten hier weitergeben kann, haben die Gegner überhaupt noch gar keine Fähigkeiten eingesetzt, ne? Freche Bengel, ey. ...17 Schaden, okay, dann müsste der jetzt verbluten. Sobald er am Zug ist. Genau. Sehr schön. So, Franek konnte nicht unterdrückt werden. Das ist doch auch eine feine Sache. Ich glaube, wir heilen mal. Schaufelschlag ging daneben. Schön, 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 schön. Tja, er kann halt nochmal... Das mit seiner Maschinenpistole macht er kaum Schaden. Er braucht eine bessere Waffe. Irgendwie so eine PP-Schar oder eine MP40 oder irgendwas in die Richtung. Er ist jetzt auch unterdrückt. Naja, gut. Und wir haben noch eine Aktion. Was soll man jetzt noch machen? Die haben kaum noch Ausdauerpunkte. Dann werden wir einfach feuern. 20 Schaden war ja schon mal ganz ordentlich, nicht? For starters. So. Kannst du nochmal versuchen, ihn zurückzudrängen? Nee. Versuchen ja, schaffen nein. Schaden.
Gut, verbluten auf den Kollegen da hinten. Ja, der ging auch durch. Sehr schön, dann nimmt er jetzt jede Runde ein bisschen Schaden. Der Typ mit seinem Spaten hier, ey. Pass auf, ich hau dich mit meinem Spaten. Freie Schussbahn. Guter Treffer. Okay, dann verblutet der jetzt auch als nächstes. Dann haben wir nur noch den Spaten-Pistolentypen. Wunderbar. Und den können wir auch nochmal... Nee, verbluten geht nur nach in die hinteren beiden rein. Tja, aber durch den Flankieren-Bonus... Na... Passablen Schaden, ne? Nicht wirklich viel. Und ist irgendjemand im Chat, der Russisch spricht und das versteht, was da gesagt wird? 26, Franek, Mensch. Endlich triffst du und dann auch gleich richtig, wa? Aber der ging vorbei. Na klar. Fließend, ne? So, dann töte deinen alten Kameraden mal. Drei Gegner waren's. Naja. War ja überschaubar. Aber das heißt Beute. Munition, Munition, Munition. Großkaliber-Munition. Setzen wir gar nicht so viel ein. Schwere Munition. Da müssen wir mal mehr von mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Hä? Ach, jetzt habe ich das in die Kiste gelegt. Das ist auch ein bisschen blöd hier. Dass ich mein Inventar quasi nicht benutzen kann, wenn ich direkt neben der Kiste stehe. Ah, hier ist nochmal Beute. Wie viel Medic-Zeug haben wir noch? Zwei. Dann gebe ich vorsichtshalber ihm mal eins. Vielleicht ist hier noch was drinnen? Nein. Leider nein. Mal wieder erstmal einen Schritt weggehen, damit ich den Kompass einsetzen kann. Dann wieder zurückgehen, damit ich den Kompass einsammeln kann. So. Und dann sollten wir jetzt hier gleich bei der Sonder-Kfz-Patrouille sein. Ja, da ist sie. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da eine Chance haben. Wir haben nur einen Piat-Schützen dabei. Okay, es ist ein Sonder-Kfz mit 100 Health Points. Ein Pionier, ein Feldgendarm, ein Offizier. 6. Warum haben die 6 Aktivierungen? Das Fahrzeug kriegt 3 Aktivierungen, sehe ich das richtig? Okay. Also ich meine, dass wir jetzt hier Räume einsetzen, ist klar, aber schaut mal, das macht 22 Schaden höchstens. Aktivierung 3, ja, da unten steht's. 20 Schaden, das wird ja Ewigkeiten dauern. Los, los! Mal gleich mal gucken, ob die Sprengladung hier noch was verursacht. Erhöht die Robustheit. Oh. Hat er das jetzt schon weitergegeben an alle? Laufende Versorgung, Gelassenheit. Robustheit. Gibt das direkt weiter. Ach, dafür müssen die auch noch beieinander stehen. Egal. Ich werde helfen. Was mit ihm erst geblendet, ja. Was ich jetzt mal checken wollte, die Speziallieferung. Durchschlagskraft 5%. 4 bis 10 Schaden. Aber naja, mit der Chance halt die anderen in Brand zu setzen. Ne? Ist überhaupt nichts passiert. Die drei Kleinen müssen zuerst weg, meint Manuel. Ja, die müssen alle weg. Und zwar dringend. So, Blutungsschaden, jawohl. Das ist auch schon mal wichtig. Er schießt vorbei, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nimmt Blutungsschaden für einen Tick dann noch. Schiebt Martin jetzt zurück. Und das Sonderkfz schießt vorbei. Hervorragend. Hervorragend, hervorragend. So, freie Schusslinie. 10. Blutungsschaden bekommt er nicht mehr. Dann mit etwas Glück schießen wir komplett daneben. Toll. Nicht nachlassen. Ist auch immer gut, obwohl die Gegner vorbeischießen. Heilt sie natürlich trotzdem. Da geht es nur generell um Beschuss. So, wenn du mit deinem Pistölchen schießen würdest, ist ja lächerlich. Hör mal. Vielleicht kannst du den Pionier rausnehmen. 67%. Schau an, immerhin das hat geklappt. Immerhin das hat geklappt. Okay, so. Er hat nicht genug Ausdauer. Wir müssen mit ihm eine Runde abwarten. Wir können auch mal versuchen, die Jungs hier in Brand zu stecken. Ja, hat nur den Offizier erwischt allerdings. Aber immerhin. Dann schießen wir auch nochmal direkt auf den. Oder wartet mal, vielleicht gibt er nochmal einen Boost. Könnte auch auf das Sonder-KFZ schießen. Nee. Jetzt so ein HP hat er noch. Ein Glück, dass die hier immer vorbeischießen mit ihrem MG. An die Arbeit, Soldat! Robustheit wieder erhöht. Ja, das ist bei uns jetzt auch abgelaufen, deswegen geben wir das mal direkt wieder weiter. Das ist natürlich schon cool, dass man das dann auch nutzen kann, deswegen schießen die natürlich auch öfter vorbei. So, er hat wieder 2 Ausdauerpunkte, das heißt, er kann die Piat wieder abfeuern. 43 HP jetzt noch auf dem Sonder-KFZ. Und da kommt ein Soldat rausgesprungen. Jawohl. Moin. Tja, Feuer frei. Kann der das endlos machen? Wäre ja auch mal interessant zu wissen, ne? Spawnt einfach die ganze Zeit hier eine neue Armee. So, ausdauertechnisch sieht's ganz, ganz blöd aus. Wir überspringen die letzte Aktion. Denn weniger Ausdauer heißt ja auch höhere Trefferchance für den Gegner. Franek widersteht zum Glück der Blutung. Und wir könnten nochmal eine Speziallieferung rüberwerfen. Oder brennen. Durchschlagskraft 5. Durchschlagskraft 5. Das Sonder-KFZ steht in Flammen. Okay. Es nimmt tatsächlich auch 8 Schaden da. 7 bis 8 Schaden. Sehr interessant. Wir haben schon wieder kaum Ausdauerpunkte über. Gut, der Schütze ist tot. Allerdings hat das Sonder-KFZ noch 32 HP. Genau, da kommt schon der nächste. Nee. Kommt doch nicht, sondern irgendwas ist mit ihm passiert. Hat ihn das geheilt oder was? Verstärken. I don't know. 2 Aktionen noch, aber keine Ausdauer. Was sollen wir tun? Sie kann sowieso nur dahin schießen. Aber für 4 Schaden. Ich werde ihn nochmal nach vorne bewegen und das war's. Nicht
So, leichter Schaden und Unterdrückung bei den beiden. Na komm, dann werden wir ihn nochmal heilen, den kleinen Franek. Franzischek. Ah, der trifft nochmal hier mit seiner MP40. Und Martin blutet sogar. Jetzt sind wir wieder am Zug. Wir können hier, weil Krzysztof wieder 2 Ausdauer hat, können wir direkt mal Piat wieder abfeuern. 15 HP jetzt noch auf dem Sonderkfz. Und wir müssen die beiden heilen. Und Martin blutet sogar, deswegen werde ich jetzt Franek hier benutzen, um das zu beheben. Ja, gut. Ach, come on. Der hat eine Deckung hier zerschossen und wieder bluten beide. Eieieiei. Jetzt wird's aber brenzlig. 4 bis 8 Schaden. Das ist ja nichts. Was soll man da jetzt machen? Komm mal hier rüber für die Deckung. Wobei das Sonder-Kfz dann Flankierungsbonus bekommt. 23. Kann Jadwiga dagegen anheilen? Nee, tut sie leider nicht. Problem ist, dass Krzysztof so lange braucht, also 2 Runden ja braucht, um seine Ausdauer zu regenerieren. Und dann erst wieder den nächsten Piat-Schuss machen kann. Das blockiert uns hier so ein bisschen. Aber bevor ich gar nichts mache, machen wir jetzt ein bisschen Schaden. Kritischen Treffer immerhin, guck mal an. 9 HP noch auf dem Sonderkfz. Besser geklappt als gedacht. Du blutest ja selber, dann heil dich doch mal. Schon wieder. Schon nochmal wieder. Vielleicht hätte man auch noch Präventivbehandlungen drauf machen sollen, wer weiß. Negativen Effekt. Ja, das hätte was gebracht. Nächstes Mal. So. Franek. Krzysztof ist der Einzige, der noch Ausdauer hat. Aber ich überspringe das wieder. Der braucht die 2 für die 4. Weil wenn wir Glück haben und Martin nochmal so eine Salve hier raushaut, mit einem kritischen Treffer gegen das Sonder-Kfz, okay. Kann ich mit leben. Nee. 3 hat's noch. Stehen bleiben! Geblendet. Komm, wir nehmen es mal eben raus. So, damit ist das weg und auch die 3 Aktivierungen. Jetzt hat Jadwiga allerdings keine mehr. Ja gut, dann muss Franek sich mal wieder selber heilen. Und Krzysztof kann jetzt da nicht hinschießen leider, aber so geht's. Okay. Ja, ich würde jetzt eigentlich ihn gerne noch heilen. Dann hoffe ich mal darauf, dass wir jetzt nicht so viel abbekommen in der Runde. Stehen bleiben! Das wird sie ja wohl selber wieder zurückheilen. Ja, 10 immerhin. Das ist okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So, und dann kannst du nochmal schießen. Geht leider vorbei, das ist natürlich ärgerlich. Du könntest mal versuchen. Jawohl! Ja, wenn er denn mal trifft hier, der Franek, dann haut er auch öfters mal einen kritischen Treffer raus. Das ist ganz, ganz gut. Da bin ich zufrieden. Die Ausbeute allerdings aus dem Sonder-Kfz ist eher mager, möchte ich mal behaupten. Ja, pass auf, wir können nochmal heilen und dann nehmen wir die Vorräte gleich noch mit. Einen Schritt weggehen, so heilen und zwar dich und dich.
Weil der Flieger sich sowieso alleine heilt. Dann können wir die Vorräte noch mitnehmen. So, und jetzt ist hier noch einmal Beute, ein Ereignis und drei weitere Kämpfe. Dann schauen wir doch vorsichtshalber nochmal. Das hat aber nicht geholfen. Schade. Wir können die Mission natürlich auch schon abschließen. Aber wir haben Glück, hier liegt nochmal Beute. Dann nehmen wir die doch nochmal mit. Was haben wir denn da? Kleinkaliber-Munition. Naja, dann nimmt so viel, wie ihr tragen könnt und dann ab nach Hause. Eigentlich nicht die Mühe wert gewesen. Na gut. Ja, Moral sinkt. Ganz schlimm hier in Ochota. Zermürbung ist allerdings überall noch bei 3 oder 2. So, im Feuer gefangen. Ein gefangener Soldat aus Aserbaidschan, der die Abzeichen von einer der feindlichen Spezialeinheiten trägt, wird zu deiner Gruppe gebracht. Diejenigen, die ihn gefangen genommen haben, legen dar, dass er als einer der Akteure des Massakers an der Zivilbevölkerung im Bezirk Wula identifiziert wurde. Der Mann selbst, soweit du das in seiner fiebrigen Stimme schließen kannst, versucht anscheinend seinen Fall vorzutragen, aber du bist dir nicht sicher, welche Sprache er spricht. Wir suchen mal jemanden, der versteht, was er sagt. Es ist nicht einfach, den Fokus auf etwas Bestimmtes zu richten, aber mit viel Mühe gelingt es einem deiner Kameraden, genügend Fragmente aus der Sprache des Soldaten zusammenzufügen, sodass er Teile erkennt, die wie eine Art russischer Dialekt klingen. Der Soldat antwortet mit einer Klarheit, die dich zufriedenstellt, und du bist dir sicher, dass du mit der Zeit noch etwas Nützliches aus ihm herausbekommen wirst. Die Frage ist, wie viel Zeit soll dafür aufgewendet werden? Ich meine, militärische Informationen wären schon sehr gut, ne? Wir versuchen so viel wie möglich zu erfahren. Nach zahlreichen Stunden voller Fehlschläge und Missverständnisse erschließen sich dir viele neue geheime Informationen für den Aufstand. Von Einblicken in geplante Operationen des Feindes bis hin zu ganz genauen Einheitennummern. Ob die polnische Untergrundbewegung die Mittel hat, um aus dieser Information volles Kapital zu schlagen, sei dahingestellt. Davon abgesehen bist du dir sicher, dass das Kommando diesen Fund sehr schätzen wird. Plus 3% Aufstandsmomentum. Gut. Tag 33, 2. September 44. Warschau hat noch 410.000 Einwohner. Bei 950.000 gestartet. So. Reparieren. Die beiden Gewehre, bitteschön. Und der Tooltip ist wieder so komisch, dass man ihn nicht lesen kann. Lasst uns doch mal kurz ins Inventar reinschauen. Waffen. Also, eine SWT-40 haben wir hier. 20 bis 25 Schaden. Prozent weniger Genauigkeit im Gegensatz zu dem Gewehr 43. Ist auch ein halbautomatisches Gewehr. Hat allerdings diese Fähigkeit hier 1-2. Was heißt denn das? Der schießt gleich zweimal, oder was? Bisschen weniger Genauigkeit, bisschen mehr Durchschlagskraft. Was haben wir hier? Winchester 1895. 25 bis 30 Schaden, allerdings weniger Präzision, dafür mehr Durchschlagskraft. Okay. Abreißen. Durchschlagskraft 40%. Ha. Allerdings weniger Präzision. Tja, will man das? Ich meine, Durchschlagskraft gegen gepanzerte Ziele ist natürlich schon eine hübsche Sache. Vielleicht geben wir ihm hier das.
Kasimirsch. Der ist ja eh so unser Mann fürs Grobe. Dann tausch doch mal hier durch. Und welche Fähigkeiten hast du denn jetzt? Ziel erfassen und niedermähen. Dann kriegst du stattdessen, statt Ziel erfassen, bekommst du abreißen. Man braucht allerdings 3 Großkaliber-Munition. Naja, gut. Verbotene Munition müsste man auch viel öfter einsetzen. Was sagt denn die Erfahrung? Ach so, ja. Das war ja irgendwie alles nicht so toll hier. Großkaliber-Munition zurückbekommen. Ja, okay. Gewehrgranate wäre auch schön. Ja komm, dann fangen wir mal an mit ihm hier. Nehmen den Rang mit. Was war das andere? Vergrößere zufällig die Effekte von Fähigkeiten. Erhöhe die Ausdauerkosten aller Fähigkeiten um 1. Nö. Machen wir so. Und für den nächsten Rang brauchen wir 2. Haben wir leider nicht. Das haben wir hier überall schon gemacht. Da bräuchten wir also überall 2. Hier bräuchten wir 3. Okay. Können wir weiter drauf sparen. Was haben wir sonst noch für Waffen? Haben wir für ihn irgendwas anderes? Nee. Haben wir nicht. Warte mal, er hat die Nebelgranate und Nebel habe ich aber gar nicht ausgewählt als Fähigkeit. Sondern Verbrennen und Speziallieferung. 5 Durchschlagskraft. Geblendet, 110 Präzision. Dann machen wir das doch mal so. Tauschen wir das mal durch. Kontrolliertes Feuer, 5 bis 10 Schaden. Der Schaden ist halt lächerlich mit dieser Maschinenpistole. Zerstören, das wäre auch noch was gegen Fahrzeuge. 45% Durchschlagskraft, zielt auf 3 zufällige Gegner. Verbraucht 2 Ausdauer, genauso aber wie Anzünden. Anzünden hat weniger Durchschlagskraft. Und das hier zerstören kann er aus allen Positionen machen. Anzünden kann er nur von vorne machen. Komm, machen wir es doch so. Mal ein bisschen rumtüfteln hier. So, und dann können wir Waffen verkaufen. Das war die SVT und das ist das Gewehr 43. Lasst uns die SVT verkaufen. Oder beides verkaufen. 168 haben wir gerade. Komm, dann verscherbeln wir beides. Weg damit. Jetzt haben wir noch Vorräte 316. Das ist doch ganz gut. Wir haben keine Medipacks mehr. Die sollten wir vielleicht noch einkaufen. 5 Stück. Oh, die sind so teuer. Na gut, nächste Mission. Vorher gucken wir, was wir mit den Exkursionen machen können. Ja, auch Hota wäre natürlich super wichtig, da die Moral ein bisschen hoch zu bekommen. Plus 6 für 90. Oder plus 10 in Soliborsch. Nee, auch Hota ist jetzt gerade irgendwie wichtiger. Und dann werden wir da auch die Mission machen, wenn sich das anbietet. Schauen wir doch mal. Macht den Einfluss des Aufstandes wieder geltend. Was auch immer das bedeutet. Schalte ein paar Panzerabwehrkanonen aus. Gibt auch eine Granate. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich die richtige Strategie hier am so viele Bezirke wie möglich aufrechtzuerhalten, solange es geht, oder sich auf ein paar zu konzentrieren. Also, game-technisch jetzt. Habt ihr da Erfahrung oder habt ihr da bei anderen was gesehen? Also, weil sonst würde ich jetzt nämlich das hier machen. Aufgrund der Zermürbung. Ich mache das auch einfach mal. Ihr könnt ja mal schreiben, falls ihr da was wisst.
Sagt's gerne mal. Ne, die Tarndinger wollte ich nicht mitnehmen. Allerdings können wir die Kleinkalibermunition noch auffüllen auf 100. Tja, und schwere Munition haben wir nur noch 23. Da müssen wir wohl ein bisschen was einkaufen. Hm? Auf jeden Fall kann Kasimirsch wieder mit. Und Jadwiga kommt sowieso mit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann nehmen wir vielleicht mal Jaroslav. Jaroslav, von wo schießt denn du? Von überall. Jaroslav. Ja, und Christoph wieder. Ja, komm. Oder Martin, ne? Wegen dieser Fähigkeiten-Übertragung. Oder Slava wegen der Barrikade. Ach, das ist ja knifflig hier. Barrikade ist auf jeden Fall nicht so cool wie diese ganzen Sachen. Hätte auch noch mal gucken können, ob wir noch einen neuen Nebencharakter rekrutieren könnten. Immer die Entscheidung. Ja, es ist schrecklich. Wir machen das jetzt so. Komm. Auf. Und dann werden wir Jadwiga erstmal heilen. Einen Kompass einsetzen. Tja, und dann ab die Post. Mittlerweile im brennenden Warschau. Wie treffend haben wir hier direkt einen Gegner mit Flammenwerfer dabei. MG, Schütze und einen Schießbechersoldat. Man kann nur 4 maximal mitnehmen, genau, ganz richtig. Mehr leider nicht. Hier ist eine Deckung. Okay, hier drüben ist keine. Schwere Waffen. Munition für schwere Waffen. Fehlt uns massiv. Du. Ja, was ist? Da się radę, będzie dobrze. Ja. Was die Deckung ausmacht hier. 2 bis 3 Schaden würde er gegen den Schießbechersoldaten machen. Da drüben bis 19, bis 18. Braucht Großkaliber Munition. Es wäre natürlich auch schön, hier jetzt verbotene Munition mal rauszugeben. Erhöht die Chance. Ja, komm, machen wir doch. Machen wir doch an die beiden. Der kommt nach vorne. Ja, pass mal auf. Dann, wenn ihr alle drei in einer Reihe steht, Feuer frei. Und ausgerechnet an dem Flammenwerfer-Soldaten vorbeigeschossen. Das ist natürlich ärgerlich. Christoph steht in Flammen. Hilf ihm. Lösch den Brand. Dankeschön. Ich gebe Feuerschutz. Todeszone. Der blutet. Hat noch 21. Mit ihr können wir dann nicht hinschießen. Das Niedermähen verbraucht 1 Ausdauerpunkt. Ja, komm. Kritischer Treffer. Hervorragend, hervorragend. Sonst hätte er ihn nämlich gar nicht erwischt, aber durch den kritischen Treffer. Gut. So, Jadwiga heilt gegen an. Das klappt auch soweit. Ja, dann. Feuer frei auf den MG-Schützen. Er müsste jetzt bluten. Genau, 10 HP hat er noch. 8 verliert er nächste Runde. Beziehungsweise jetzt, wenn er dran ist. 7. Hat er noch 3. Naja. Hat er noch 3. Was machst du denn? Achso, Verbrennenschance jetzt aufgrund der... Schaden 1. aber der könnte brennen. Ne, dann schalten wir die aus.
Schießt vorbei. Zumindest an dem MG schützen. Okay, wir haben noch eine Aktivierung, dann werden wir nochmal heilen, bitte hier, Christoph. So, dann müsste der MG-Schütze müsste jetzt verbluten. Der hat noch 5, okay. Aber das läuft ja ganz gut. Du kannst hier einmal Flankfeuer geben. Zack. Tja, bleibt der schießbare Soldat. Zeigt euch, ihr Ratten. Ihr Ratten. Nichts da, Freundchen. Ach, verbluten geht nur da hinten hin. Aber ist denn der Effekt noch intakt? Nee. Schade. Und der schießt auch noch vorbei, der Christoph. Mensch, streng dich an, Junge. Steht so weit vorne dafür. Dann gehen wir mal auf Präventivbehandlung. Gegen Negativeffekte. Und schießen mit ihm nochmal. Ach, 3 Schaden gegen die Deckung, ne? 1 Schaden nur gegen ihn. Das ist ja lächerlich. Da müsste man ihn eigentlich in die andere Reihe bringen. Wie ist es denn mit Abreißen? Das geht nur nach hinten. Wir haben auch keinen gerade dabei, der die Leute nach hinten schieben könnte. Wir können aber die Finte mal machen. Dann kann er uns nämlich zumindest nicht angreifen. So, jetzt ist er in die Reihe rübergerutscht. Jetzt schauen wir mal, durchflankieren 10 bis 11. Hm. Auch nicht optimal, aber immerhin. Da hat er noch 30. Hm. Ach komm, schieß nochmal. So, nächste Runde. Jetzt ist natürlich die Frage, schalten wir ihn mit einem Schuss aus, mit Glück? Ja. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Die nächsten 4 Nazis getötet. Und das heißt natürlich Beute für uns. Tarnumhang. Da war schwere Munition dabei. Wichtig, wichtig, wichtig. Da ist eine Patrouille, die hat uns noch nicht gesehen. Aber macht den Einfluss geltend, heißt, wir müssen Patrouillen ausschalten. Also, moin. Grüße, was haben wir denn hier für einen? SS-Grenadier, Schießbecher-Soldat, Offizierschütze. Hm. Ja. Nee, man hätte erst die die Präventivbehandlung machen sollen. Sie heilt nicht mal gegen an. Und pass auf, dann mach du mal hier das Feuer aus. Jaroslav. Oh. Ah, die sind nicht schlecht hier. Hm. Der mit dem Granatenwerfer in Anführungszeichen. Ist natürlich gefährlich. Und Jadwiga heilt nicht gegen an. Warum nicht? Jawohl, der Offizier blutet auch noch. Schießt zurück, okay. Runde 2, Runde 2. Ja, pass mal auf, dann werden wir jetzt die Präventivbehandlung machen. Was heißt das? Ach, er weicht nach vorne aus. Er weicht nach vorne aus und da kann er seine Angriffe nicht einsetzen. Frecher Bengel. Okay. Reset? Was hat er gerade geresettet hier? Weiß ich nicht.
Wir heilen ihn aber mal. Und danach müssen wir Kasimir heilen. Zeigt euch! Ja, gut, dass er vorbeigeschossen hat. Kriegt auch nochmal Blutungsschaden ab. Ja, dann heilen wir ihn. Dann müsste er eigentlich nächste Runde wieder zurückkommen. Damit er auch schießen kann. Wenn ich das jetzt mache, dann werden die ihn wahrscheinlich sofort wieder nach vorne ziehen. Deswegen werden wir erstmal versuchen, den auszuschalten. Jawohl. Gut. Du. Ach, ich weiß, was resettet wird. Das ist doch hier seine Fähigkeit. Ja, daneben schießt, oder? Herr General, einen wunderschönen guten Abend. So, dann bleiben die beiden hier noch. Und der Grenadier, haben wir schon gesehen, ist ein gefährlicher Typ hier mit seinem Granatenbündel. Lehnt euch hinaus! Ach, zum Glück vorbeigeschossen. Ne, Jadwiga wurde getroffen. Aber sie heilt zumindest ein bisschen gegen an. Tja, der muss zurück hier kommen. Kasimir, ich geh mal vielleicht nach ganz hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. So, Flankierungsbonus. 20, 27 mit Glück. Kritischer Treffer, das ist natürlich hervorragend. Jawohl, 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 jawohl. Zumindest der Schütze ist gleich down. Ich würde sagen, wir versuchen das direkt nochmal. Vielleicht haben wir nochmal so ein Glück. Okay, Schütze ist weg. Der Grenadier hat jetzt noch 29. Entdeckung! Kannst du von hier vorne schießen? Nein. Wie viel Schaden? Du kannst da wieder nicht hinschießen. 9 bis 10. Das geht auch wieder nur nach hinten. Aber wir haben Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit, weil er alleine ist. Er hat seine Aktion schon verbraucht. Dann lass uns nochmal verbotene Munition verteilen. Ihn wieder zurückholen und einfach nochmal schießen. 20 HP noch. So, wenn du jetzt schießt, ach, da kannst du nicht, aber wenn du, warte mal, Niedermähen kostet uns 8 Großkaliber. Ja, aber das tötet den, ne? Wenn er den mal trifft mit seinem DP-27, verdammt nochmal. Lehnt euch hinaus! Oh je, oh je, oh je, oh je. Immerhin hast du getroffen. Immerhin hast du getroffen. Schaffst du das nochmal? Jawohl. Gut. So, die nächsten 4 Gegner sind tot. Das müsste jetzt die zweite Gruppe gewesen sein. Ja. Und ein bisschen Beute für uns. Dann denke ich, schießen wir nochmal eine Leuchtpistole ab. Hier unten ist Beute. Hier oben ist aber auch noch irgendwas. Haben wir noch Medipacks? Ich wiege mal eingehen. Ja, halt! Stopp! Jetzt rede ich. Okay. Ein Panzerabwehrschütze, ein Sanitär. Täter, Grenadierenoffizier. Joa. Wo ihr drei hier so schön in einer Reihe steht. Du. Leider den Offizier verfehlt. Na gut. So, du kannst doch mit Feuer öffnen auch 2 treffen. Wie wär's? Wie wär's? 9 bis 10. Ich würde sagen, hinten sind die Chancen besser zu treffen, aber das bezieht sich auf den Abwehrschützen. Das wird dir Kraft geben. Kampfboni. Hat er sich selber gegeben. Erhöht Widerstände um 65%. Uha, auch nicht schlecht.
25% ist schon ganz gut. 11 bis 18. Nee, ich würde lieber nochmal mit ihm schießen, um den Grenadier jetzt hier rauszunehmen. Ja. Gut. Ein Gegner weniger. Sprengung! Hat zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Okay. 25 Schaden, das war nicht schlecht. Und. Ah, leider keine Blutung, weil er natürlich hier den Widerstand erhöht hat. Und jetzt wird er nochmal geboostet vom Offizier. 40% Robustheit. Ja, dann muss Jadwiga das mal versuchen. Das wird sie ja wohl schaffen. Ja, sehr gut. Dann kann der Sanitäter zumindest keine Boosts mehr rausgeben. Ui. Das tat auch weh. Dann brauchen wir dringend Heilung. Der Abwehrsoldat muss erstmal seine Schrecken nachladen. Bleibt eigentlich ja nur noch... Ja, entweder macht er das jetzt oder der Schütze schießt gleich. Wisst ihr was? Ich versuche mal, den zu unterdrücken. Dann kann er nämlich nicht nachladen. Hehe. Nimm das. Nimm das, du dreckiger Schüft. So. 14, 18 hätte besser sein können, aber passabel. Passabel, passabel. Jaroslav, kannst du den Offizier ausschalten? Nee, kannst du nicht. An die Arbeit, Soldat! Jetzt musst du mir sagen, warum nicht. Er hat wieder vorbeigeschossen. Ich lade nach. Gibt's doch nicht. So, der Kollege lädt nach. Ob der diese Runde schon schießt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weiß es nicht. So, damit blutet der. Nimmt auch noch 8 Schaden. Hinauszögern. Wieder eine seltsame Übersetzung. Aber gut. Wenn du abreißen schießt, brauchst du 3 Großkaliber. Wir haben auch schon nicht mehr so viel Großkaliber-Munition. Präzision 60. Offizier ist tot und den Abwehrschützen hat er komplett verfehlt. Bin enttäuscht. Bitterlich enttäuscht. Da muss erst Christoph ran und sich drum kümmern. So, freie Schusslinie kannst du nur nach hinten machen, genau. Dann anstelle dessen heil dich mal selbst. Wie viel Schaden machst du denn mit Abreißen? Das geht auch nur nach hinten, verdammt nochmal. Dann hilft das ja nichts. Also man hätte verbluten. Ne, das geht auch nur hinten. Na, dann müssen wir einfach hier mit ihm weiter drauf feuern. Peng, 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 peng. Da er jetzt aber alleine ist, können wir ihn mit der Finte erstmal ruhig stellen. Das schiebt ihn auch in die andere Reihe. Müsste uns jetzt hier nochmal einen schönen Flankierungsbonus geben. Das wird aber nicht reichen. Es sei denn, wir kriegen einen Crit-Schaden. Ne. Kein Crit-Schaden. Kann gerade keiner mehr schießen? Ja, das ist ja ein kleines Problemchen jetzt. Oh je. Ja, Jadwiga, du musst mal nach hinten kommen, aber kannst da trotzdem nicht hinschießen, ne? Oh, Schreck lacht's nach. Wie kann man jetzt diesen Kampf beenden? Wir haben keine Großkalibermunition mehr und die brauchen alle, außer Jadwiga,
brauchen sie alle Großkaliber-Munition und wenn sie kann nur die hinteren Reihen beschießen. Können wir irgendwie jemanden... Bewegt den Feind in eine andere Reihe, das bringt ja auch nichts. Stoßen, halt. Dann stoßen wir ihn doch mal zurück. Ja, so geht's. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht? Aber nein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großes Problem, wenn die Truppe keine Munition mehr hat. Hoffen wir doch mal, dass hier ein bisschen Großkaliber-Munition dabei ist. 12 Schuss. Ha. Ja. Kann man hier durchgehen? Kann man scheinbar nicht. Da ist Loot. Hier haben wir schon gelootet, ne? Ne, haben wir nicht. 4 Großkaliber-Munition nochmal. Und ein beschädigter Revolver. Nehmen wir den nochmal mit. Was sind das? Vorräte. Vorräte können wir statt der Kompasse mitnehmen. Okay. So, einen Kampf müssen wir noch. Hier unten ist noch Blut. Okay. Dann setzen wir doch auch direkt mal einen Kompass ein, um unsere Bewegungsreichweite zu erhöhen. Nehmt alles mit und gebt nichts mehr zurück. Ja, und dann... Achso, haben wir die Mission schon abgeschlossen damit. Ach schau, und ich dachte, man hätte erst noch kämpfen müssen gegen die anderen Truppen. Erstmal einander heilen. Ja, das Problem ist, das siehst du ja hier, dass das gar nicht so viel eigentlich bringt, weil sie diesen Verletzungsstatus haben, den können sie nur in der Basis heilen. Das heißt, egal wie viel ich in der Mission heile, das gilt dann nur für diese Mission und nicht, also sobald sie in die nächste Mission gehen, sind sie dann wieder auf dem unteren Level. Frisches Blut, was für ein Erfolg. Die Streitkräfte des Aufstands konnten das Gefängnis-Konzentrationslager Geschiowka in Warschau befreien. Viele der ehemaligen jüdischen Gefangenen haben bereits siegestrunken geschworen, sich dem Aufstand anzuschließen. Einer von ihnen will sich umgehend deiner Gruppe anschließen, und zwar Janosch. Ja, herzlich willkommen bei der Truppe, Janosch. Tag Nummer 36. Ja, und die Bevölkerungszahlen sinken rapide. 350.000 nur noch. Na gut. Wir werden hier erstmal unsere Dinge reparieren. Da haben wir gar keinen... Was war denn da drin? Eine Handgranate. Haben wir gar keine Ausrüstung dafür. Verdammt nochmal. Wer kann denn eine Handgranate tragen? Was kannst du überhaupt für Waffen tragen? Schau doch mal hier. Ein Gewehr und ein Revolver. Gegner verspotten. Bringt ihn näher. Das können wir eigentlich nicht gebrauchen. Freie Schusslinie nach hinten mit dem Revolver. Ja. Abwehrfeuer. Drängt den Gegner zurück. Ja. Einzelschuss. Okay. Was für Fähigkeiten kannst du denn noch erlernen? Geteilte Bürde. Leite jeglichen Schaden und alle negativen Effekte, die das Ziel treffen könnten, auf den ehemaligen Häftling um. Okay. Bonusfähigkeit, Lebenswille, Robustheit 50% erhöht. Erhöhter Schaden. Abrechnung. Erhöhter Schaden für jede anwesende feindliche Infanterie. Für jede anwesende. Das hört sich so an, als wenn die Gegner dadurch besser werden. Erhöhter Schaden für jeden anwesenden feindlichen Offizier. Nee, wahrscheinlich heißt das einfach für jeden feindlichen Infanteristen, der dabei ist, bekommt Janosch mehr Schaden. Oh, das hört sich aber ganz gescheit an. Heile negative Effekte. Tja. Dann machen wir doch hier mal direkt mit dem erhöhten Schaden weiter, beziehungsweise der Kameradschaft.
Alle negativen Effekte werden auf den Häftling übertragen. Und dafür macht er dann mehr Schaden bei den anderen, bei den Gegnern. Okay. Wenn du einen Gegner unterdrücken kannst, kannst du alle so lange untereinander heilen. Ja, das stimmt. Genau, das stimmt, aber das hilft mir halt nur für die Mission. Also sobald die Mission vorbei ist, sind die ja wieder zurückgesetzt auf ihren den niedrigsten HP-Wert, den sie vorher jemals hatten oder in der die Mission vorher erlitten haben, solange sie nicht hier in der Basis bleiben und in der Sanitätsstation geheilt werden. Lebenshülle kriegt er auf jeden Fall schon mal. Freie Schusslinie. Ja, dann muss er jetzt eigentlich ja das hier noch kriegen. Kameradschaft. Dafür 9 bis 15 Schaden. Drängt den Feind zurück. Dafür muss er vorne stehen. Einzelschuss. 19 bis 25, 16 bis 20. Dafür muss er hinten stehen. Dann ist das mit dem Einzelschuss schon besser. Ja, passt. Und jetzt habe ich noch gar nicht geguckt wegen der Granate. Da müssen wir mal bei unserem Bubi hier schauen. Der hat ja die Nebelgranate. 11 bis 23 ist gleich. Durchschlagskraftmodifikator 10%. Gebietsunterdrückung. Heißt denn das hier? Schrapnell, Blutungsschaden. Bis 29 Schaden verursacht. Durchschlagskraft 10%. Zielt auf 3 Feinde. Und unterdrücken. 100% Unterdrückung. Zielt auf 2 zufällige Feinde. 2 Feinde unterdrücken. Hört sich jetzt nicht so übel an. Drei Feinden Blutungsschaden geben, 2 Feinde unterdrücken. Schaden ist ungefähr gleich. Ja komm, machen wir es mit der Unterdrückung. Iludril, vielen Dank für deinen Follow. Kann alles gut zum Verkaufen. Da man das Spiel nicht gewinnen kann, hoffe ich, dass man zumindest seine Schützlinge heil durch den Aufstand bringen und es für sie ein Happy End gibt. Ich glaube nicht, dass es für sie ein Happy End gibt. Ich weiß es nicht, ich habe es selbst noch nicht gesehen. Aber die Intro-Sequenz deutet ja nicht darauf hin, ne? Die zeigt ja eigentlich im Grunde das Ende schon. Wir werden stattdessen den Molotow-Cocktail verkaufen. Das gibt uns dann auch genug Ausrüstung, um das zu reparieren. Ups. Was haben wir daraus bekommen? Das ist irgendwie so eine winzige Pistole. Kannst du die vielleicht tragen nochmal? Ja. Webley und Scott Mark IV. Macht ein bisschen mehr Schaden. Hat aber keinen positiven Präzisionsmodifikator. Okay, verstanden. Verdoppeln. 7 bis 11 Schaden verursachen. 6 Munition. Ja. Abwehrfeuer. Drängt den Feld 1 zurück. Davon musst du vorne stehen. Nein, du wirst nicht vorne stehen. Deswegen ergibt das eigentlich keinen Sinn. Bei ihm haben wir allerdings Abwehrfeuer genommen, ne? Das heißt, er könnte die bekommen. Ja. Pass auf, du kriegst die. Und dann können wir die Nagant oder Najon heißt sie ja eigentlich. Ist ja ein französischer Entwickler. Die können wir dann verscherbeln für 65.
Freunde der Nacht, das wäre überhaupt nichts. So, wir müssen hier schwere Munition kaufen. Und Großkaliber-Munition müssen wir auch kaufen. Dafür haben wir schon keine Vorräte mehr. Dann verkauft mal diese Tarnumhänge und die Leuchtpistolen. Dann haben wir 118. Das wird wahrscheinlich nicht mal reichen, um eine Exkursion zu machen. Nur weil der Aufstand verloren geht, heißt das nicht, dass sie nicht überleben können. Ja. Sind natürlich schon, also, weil man sieht die ja, wie die Zahlen schrumpfen, ne, hier. Ja, jedes Mal, wenn es einen Tag weitergeht, dann, und jetzt umso schneller, je weiter wir fortgeschritten sind hier im Aufstand, umso schneller schrumpfen die Bewohnerzahlen. Das meiste davon sind Tote, Verlust durch Tod. So, Exkursion, wie sieht's aus? Wir können hier, hier, hier. Wir machen wieder in Ochota für 90. Prager, 14 Moral für 210 haben wir überhaupt nicht mehr. Kleinkaliber-Munition kaufen? Nee, haben wir dicke. Können wir verkaufen? Ach, verkaufen. Hast du auch geschrieben. Guter Hinweis. Sehr guter Hinweis. Prima, danke. Dann können wir nochmal hier einkaufen. Ha. Sehr, sehr gut. Hätte ich fast übersehen. Dann können wir auch vielleicht tatsächlich in Prager die Moral nochmal hochpushen. Tja, Mokotow können wir leider nicht. Srotmishchi 90. Ja. Dann reicht es bei Prager wieder nicht. Müssten wir nochmal was verkaufen. Aber machen wir nochmal in Soliborsch und in Prager machen wir die Mission. Zerstöre den feindlichen Sturmpanzer. Beschädigtes Maschinengewehr bekommen wir hier. Ein Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Also, Christoph muss dann mit. Ich würde sagen, Martin kann auch ruhig mitkommen, oder? Oder Franek wegen der Nebelwand. Und dem Heilen. Huch, das wollte ich so nicht. So, dann könnten wir entweder Janosch dieses Mal mitnehmen, ihn mal ausprobieren. Tja, oder Kasimirsch. Kasimirsch oder Martin? Dann könnte Kasimirsch nämlich mal heilen. Dann nehmen wir Martin mit stattdessen. Und wir nehmen Medipacks mit. Kompass nehmen wir mit. Schwere Munition nehmen wir mit. Na gut, die Kleinkaliber-Munition. Ja, wobei, so viel braucht man immer gar nicht davon, ne? Ja, die beiden noch mit, da können wir die auch rausballern. Ich sehe auch hier, dieses Bild hier im Loading Screen verändert sich auch jedes Mal. Je weiter wir fortschreiten. So, der ist hier unten irgendwo, der Sturmpanzer. Das sehen wir hier an diesem kleinen gelben Dreieck schon. Ich schieße einfach mal direkt hier eine Leuchtfackel ab und aktiviere einen Kompass. Die Leuchtfackel hat aber leider überhaupt nichts aufgedeckt. Es gibt ein Ereignis hier und dreimal Beute. Ja, und dann gehen wir erstmal in Richtung des Panzers, oder?
Und er scheint hier schon ganz in der Nähe zu sein. Hier drüben ist er. Probleme mit dem Gruppenbär. Mhm. Rona-Offizier, Rona-Schütze, Pionier und Brummbär-Sturmpanzer. Hat auch wieder 3 Aktivierungen. Er hätte erstmal ein Medipack gebraucht. 8, du Schreck. Der kann auch bestimmt hier mitten reinschießen und die alle treffen. Ach, wie blöd von mir. Nein, der schießt nicht als Erster. Aber Jadwiga, warum heilst du ihn nicht? Nicht, dass er gleich beim ersten Schuss umfällt. Okay, jetzt hat er nur mit dem MG geschossen. Ja, sind wir mal gespannt, was er noch so kann. So. 12 Schaden gegen den Brummbär. Oh je. Repariere! Der kann den noch wieder reparieren. Alles klar. Alles klar. Immerhin 2-mal Blutungsschaden und 1-mal unterdrückt. Er schießt vorbei. Jadwiga heilt, das ist gut. Lieber die unteren 3 erst rausnehmen. Ja, die müssen halt beide, ne? Beide, sage ich schon. Der Panzer muss natürlich auch weg, aber du hast recht, also der Pionier, wenn der den Panzer reparieren kann, ist der Pionier eigentlich unser primäres Ziel natürlich. Jetzt muss ich aber schon wieder hier heilen. Okay, jetzt wissen wir also, was hier rauskommt. Wir werden nochmal die Rauchgranate das erste Mal ausprobieren. Der Panzer konnte nicht geblendet werden, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ach, Dr. Tod, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Pionier ist schon fast down. Der Pionier ist tot. Jetzt kann er zumindest schon mal den Panzer nicht mehr reparieren. Doch die Frage, kann der sein Hauptgeschütz jede Runde abfeuern oder nicht? Wie viel Munition verbraucht das? 5 schwere Waffen. So, wie viel heilt jetzt wieder drauf? 10 und 6. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. So, der hat jetzt noch 9. Dann heißt das doch, Jadwiga wird den hier, wenn sie trifft, ja, sehr gut. So.
Welcher Reihe stehst du? Kann man das unten sehen? Nee. So, erstmal hier draufklicken. In der zweiten. Trzeba to opatrzyć. Dacie radę, będzie dobrze. Ja, aber ist okay. Ist okay, glaube ich. Kannst du in die Reihe schießen? Ich weiß zwar nicht, wie er mit seiner winzigen zusammengeschraubten Maschinenpistole hier Schaden überhaupt an dem Panzer machen kann, aber hey, ich beschwere mich nicht. So, 27 HP hat der Kollege noch. Sagen wir, müssen jetzt aber doch mal den Räumenangriff hier starten. 11 Schaden. Aha, er muss nachladen. Er muss nachladen. So, so. Runter! Dacie radę, będzie dobrze. Kollege ist unterdrückt. Die Frage ist jetzt, kann man... kann man den Panzer blenden? Ja, kann man. Doch trotzdem. Man kann, ja. Schon mal sehr gut. So, er muss seinen Ausdauerpunkt aufsparen, damit er nächste Runde wieder feuern kann. Dann bleibt doch eigentlich nur, dass wir hier mal Präventivbehandlung rausgeben. Und dann vielleicht Martin heilen. Ach, sie hat gar keine Ausdauer mehr. Martin kann nämlich nicht schießen, weil er unterdrückt ist. Ja, dann überspringen wir unsere letzte Aktivierung. Und er schießt nochmal, okay. Das geht ja. Dafür muss er aber ganz vorne sein. Ja, irgendwas hat er da am Arm, ne? Ja, es sind Uhren, tatsächlich. Ja, er hat auf dem Arm hat er 3 Uhren und auf dem linken, auf einer linken Hand hat er auch noch eine. Hinfort mit dir. Tja, bleibt nur noch der Panzer. Der aber nicht so richtig viel Schaden gemacht hat. Nimm dir eine Uhr mit. damit ist die Deckung futsch. Und weil Jadwiga wieder nichts abbekommen hat, heilt sie natürlich auch nicht. Frechheit übrigens. So. Für die Gebietsunterdrückung musst du ganz nach vorne. Ganz nach vorne kriegst du aber auch mehr Schaden ab vom Panzer. Durchschlagskraft 10. Du brauchst hier 2 Runden wieder, um... So, von Angesicht zu Angesicht. Hahaha. 2 Schaden. Plöng. Er lädt da wieder nach.
Ich meine, falls wir ihn unterdrücken könnten. Ne, scheinbar nicht. Bloody hell. Und sie hat keinen Ausdauerpunkt mehr. Szybko, mam opatrunki. Bitte sei gnädig. Ja, du sollst zurück. Und eigentlich Franek auch. Trzeba to opatrzyć. Uha, uha, uha. Ach, das war wenig Schaden, das ist okay. Das wird sie ja gleich wieder gegenheilen, ja. Wobei, bei Martin sieht es schon knapp aus. 61 HP noch auf dem Panzer. Ja, hier, Franek, du musst den Martin mal zur Seite springen. 11 Punkte ist ja nichts. Er hätte noch eine Aktivierung. Ne, überspringen. Huhuhuhuhu. Trzymajcie się, dacie radę. Er hat auch keine Waffen, um irgendwas Sinnvolles hier zu tun. 1-3 Schaden. Was ist denn hier? Durchschlagskraft 0. Ja, entsprechend macht er auch keinen Schaden. Hm. Da macht er sogar mit der Pistole mehr Schaden, ist ja lustig. Ja, was soll man tun? Was soll man tun? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, als hier so versuchen, langsam dran zu kratzen am Panzer. Darauf zu warten, dass Christoph wieder 2 Ausdauer hat, damit er die Pia abschießen kann. Er schießt daneben. Mensch, ich weiß, dass die Pia ein Mistgerät ist, aber das muss doch im Spiel hier bitte. Hätte das Glück doch mal wenigstens auf unserer Seite sein können. Und der Franek ist auch gleich hinüber. Ja, das ist jetzt hier ein stetiges Gegenheilen, die Runden irgendwie überstehen und darauf warten, dass Christoph wieder einsatzbereit ist mit seinem Gerät. Kritischer Treffer, 3 Schaden. Jawollo. Jetzt geht's los. Der Sieg ist nah. Er hat ja auch nur noch 50. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gespannt, wie lange das jetzt hier neu und her gehen wird. Dacie radę, będzie dobrze. Szybko, mam opatrunki. Aua. Sie kann nicht mal mehr heilen. Oh. Wieder 3 Schaden gemacht damit. So, wen heilt sie jetzt zuerst? Wenn der trifft, dann ist Martin tot. Und er auch. Dann hoffen wir auf ein bisschen Glück, dass der Martin nicht gleich zersiebt.
gut. Trzymajcie się, dacie radę. Krzysztof kann wieder seinen seine Piat abschießen. 37 HP noch auf dem Panzer. Der lädt wieder nach. Und du musst jetzt wieder heilen. Der hat vorbeigeschossen. Ein Wunder ist geschehen, Leute. Der Brummbär schießt daneben. Das hat er auch in Company of Heroes schon immer gut gekonnt. Martin heilen. Hui, das war knapp. 9 HP hat sie noch gehabt, bevor sie sich gegengeheilt hat. War das jetzt 12 gegen Krzysztof? Gegen Martin? Sorry. Ja. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Panzer ist auf 32. Und wir gehen in die nächste Runde. Runde 13. Das ist der längste Kampf, den wir hier bisher hatten. Wieder nur 11 Schaden. Kann man mal einen kritischen Treffer oder so kriegen hier? Mal 20 raushauen. Schön hier in den Seeschlitz reinballern oder so. Gut. Nee, nicht gut, aber... Durchschlagskraft 20%. Abgeprallt. Schade. Maschinengewehr schießt. Ja, das war jetzt nicht so wild. 18 noch. Er lädt. Dann... heilen oder nicht heilen, das ist hier die Frage. Nee, nicht heilen, damit sie Ausdauer behält. Denn Ausdauer ist Ausweichen, Ausweichchance sozusagen. Jo. 17, das war nur einer. So, jetzt wird er sicherlich wieder mit dem MG schießen. Also wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das, oder? Er lädt nach. Wir sind jetzt nochmal dran, aber... warte mal. Nee, wir überspringen das. So, jetzt kann Krzysztof nämlich wieder. Wieder nur 11 Schaden. 6 HP noch auf dem Brummbär. Jetzt haben wir ihn gleich runtergegrindet. Der schießt daneben. Jiha! Er trifft wieder nicht mit seiner Pistole. Jetzt kommt das MG. Ja, Glück gehört dazu. Glück gehört dazu. 1 Schaden. Komm jetzt. Ja, okay, der lädt nach. Und dann muss Jadwiga Martin heilen. So, dann schauen wir mal, ob das Glück diese Runde auch noch anhält. 5 Punkte hat er noch. Wie wär's denn? Kannst du mit deinem Gewehr Durchschlagskraft 0? Nee. Nee, er schafft mit seinem Gewehr gar nichts. 1 bis 2 Schaden. Und er macht 1 bis 3. Komm. 2 nur. Huhuhuhuhu. Der hat wieder vorbeigeschossen. Zwei HP hat er noch.
Das MG ist nicht wild, da, weil Jadwiga mitgetroffen wird, dann heilt sie wieder gegen an. Das ist alles kein Problem. Ein HP noch! Ein HP noch! Das MG hat auch vorbeigeschossen. Komm, Jadwiga, mit dem Revolver. Ich hätte den Panzer mit einem Revolver besiegt. Oh. Das Glück ist mit den Dummen, oder wie war das so? So, alles plündern. Wir könnten gegen anheilen und noch nach der Beute suchen. Wollen wir das tun, ist die Frage. Ich würde sagen, ja. Jetzt, wo wir den Panzer besiegt haben, kann ja nichts mehr passieren, oder? So, Aktivitäten im Gebiet. Was haben wir denn da für Aktivitäten? Nach Avalon. Aha. Mitten in den Trümmern der Stadt entdeckst du das Wrack einer abgestürzten B-24 Liberator, ein Flugzeug der Alliierten, mit dem Einsätze zum Abwurf von Vorratslieferungen über der Stadt geflogen wurden. Dieses konkrete Exemplar trägt das Wappen der Royal Air Force des Vereinigten Königreichs. Diese Entdeckung überrascht dich, denn du erinnerst dich nicht, jemals davon gehört zu haben, dass ein alliiertes Flugzeug über Warschau abgeschossen worden wäre. Der Zustand des Wracks lässt darauf schließen, dass der Pilot offenbar eine Notlandung versucht hat. Irgendwie ist es ihm offenbar gelungen, das Flugzeug mit geschickter Handhabung davor zu bewahren, in einem gewaltigen Feuerball aufzugehen. Einige dunkle Punkte, die du erst für Schmierfett gehalten hast, entpuppen sich als Blutflecken. Eine Spur von ihnen führt aus dem Cockpit und in eine nahegelegene Seitengasse. Möglicherweise sind einige der Crewmitglieder noch am Leben. Wir werden den Spuren folgen. Du gelangst in den Hinterhof eines kleinen Wohnhauses, wo dir ein seltsamer Erdhügel auffällt, der sich als ein frisch zugeschüttetes Grab herausstellt, das offenbar nicht besonders tief ist. Es ist nicht gerade ein Grabstein, aber du kannst erkennen, dass jemand offenbar ein Brevetabzeichen oder Fliegerabzeichen am Fuß des Grabes hinterlassen hat. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hatte entweder große Schmerzen oder war in Eile, doch es gibt keinerlei Hinweis für das, was danach geschehen sein mag. Jetzt wird er übermütig. Wir lassen das Grab in Ruhe. Wer auch immer hier begraben liegt, möge in Frieden ruhen. Und du lässt die Toten in Ruhe und widmest dich wieder anderen Pflichten. Halt! Halt! Was haben wir hier? Ein Hundeführer, Scharfschützen, Nasty Scharfschützen, ein Beobachter, Abwehrschützen, Flammenwerfer und ein Hund. Da kommen ein paar hässliche Gefährten zusammen hier. Der Raketenwerfertyp, der Flammenwerfertyp und der Scharfschütze. Das hat nur einen getroffen von dem. Wow. Wow. Just wow. So, der Beobachter ist schon fast down. Der wird auch an der Blutung sterben. Jetzt kommt allerdings das Feuer. Und unterdrückt allerdings und blendet hier. Ja. Jetzt die Frage, bei wem machen wir denn das? Er hat zwei negative Effekte, das entfernt einen. Ja. Dann bei Jadwiga. Auch wenn sie die Heilung nicht braucht, können wir damit die Unterdrückung aufheben. Jojojojo. Eine Deckung wäre hier noch gut gewesen, natürlich. Präventivhandlung machen wir nochmal. Behandlung. Präventivhandlung. Präventivangriff.
34, ja moin. Schnapp ihn. Der Hund ist geboostet, was heißt das? 80% Chance zu unterdrücken. Mit Glück? Ja. Scharfschütze ist down. Der macht sonst immer mindestens 25 Schaden oder so mit einem Schuss. Wie sieht's denn jetzt aus? Die haben noch keinen Schaden. Der Hundeführer hat Schaden. Der Hundeführer macht aber, glaube ich, nichts, außer den Hund zu boosten. Ich glaube, es ist mir wichtiger, erstmal zu heilen. Okay. Was mit dir? Du bist nochmal zwei Runden geblendet. Dafür musst du ganz vorne sein. Schieß erstmal. Kritischer Treffer. Das hört man gerne. Obwohl er geblendet ist und eine geringere Trefferchance hat. Oh, schaffst du das auch nochmal? Nee, der nächste geht vorbei. War also nur Glück im Unglück. So, nächste Runde. Er könnte mal wieder versuchen, mit der Piat hier reinzuhalten. Man müsste durch das Flankieren eigentlich auch ziemlich guten Schaden machen, wenn er denn trifft. Jawollo! Guter Schaden. Jetzt haben wir allerdings nur noch 5-mal schwere Waffenmunition. Und die beiden brennen lichterloh. Das können wir mit Franek beheben. Oder wir versuchen erstmal die Gegner zu blenden. Hundeführer ist down, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja. Und er schießt daneben. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Geblendet nach vorne schießen mit einer Maschinenpistole. Irgendwas triffst du immer, ja. Da ist der Abwehrschütze ebenfalls tot. Da haben wir noch den Flammenwerfer. Sie kann da nicht hinschießen. Naja, dann versuch doch mal. Ja. Wunderbar. Easy game. So, mehr Beute. Munition, Munition. Ja, damit. Und nochmal eine Patrouille. Ich werde mal eben einmal auf Christoph hier ein Medipack anwenden. Tja, greifen wir die jetzt an? Nee. Ich will lieber die Beute einsammeln, anstatt hier noch den Kampf zu machen. Das können wir sogar alles mitnehmen. Schauen wir mal, wo die restlichen sind. Es sollen noch 4 Kämpfe hier sein und 2-mal Beute. Hier ist irgendwas. Tschüssi. Oh. Fast reingerannt. Wo ist die Beute? Ich bin für den Loot hier. Ist hier nicht in der Ecke. Na gut, dann werden wir jetzt die Mission abschließen. Guckt euch die mal an, ey. Die müssen echt eigentlich mal ein paar Missionen zu Hause bleiben. Aber ich kann nicht ohne meine Sanitäterin rausgehen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Event. Liebe deinen Nächsten. Du folgst den Geräuschen und gerätst direkt in einen Lynchmob. Offenbar haben die Bewohner eines nahegelegenen Wohnblocks eine Handvoll ihrer volksdeutschen Nachbarn zusammengetrieben. Die aufgebrachte Menge bittet deine Gruppe, sich der Kollaborateure anzunehmen. Ha. Wir versuchen mal, die Menge aufzulösen.
Dein Beschluss wird mit Enttäuschung quittiert. Beinahe kommt es zu körperlichen Übergriffen. Der Ton ist, der Gespräche wird immer rauer und in deiner Gruppe werden von allen Seiten Beschimpfungen und böswillige Anfeindungen zugeworfen. Deine Geisteshaltung mag ehrenhaft sein, doch dieser Mob dürstet eindeutig nach Blut. Das klingt jetzt beides nicht so. Ah, hier, das könnte im schlimmsten Fall den Tod eines Charakters nach sich ziehen. Einen Warnschuss abfeuern. Das klingt für mich viel schlimmer. Wenn die eh schon hier so drauf sind, dann kommen die doch und kloppen uns kaputt. Du feuerst einen Warnschuss in die Luft ab. Der unerwartete Lärm der Waffe ist effektiv und die nunmehr in Panik geratene Menge beginnt sich zu zerstreuen. Als du den Ort verlässt, erkennst du, dass den volksdeutschen Bürgern bei all dem Trubel offenbar die Flucht gelungen ist. Minus ein Moralpunkt. Na ja, gut. Tag 41. Warschau hat noch 340.000 Einwohner. Ja. Dann reparieren wir mal das Gewehr, war es, glaube ich, ne? Ah, MG-Dingster-Bumster. MG-Dingster-Bumster. Hast du das schon? Du hast eine DP-27. Könntest das MG-34 bekommen? Durchschlagskraft 50%. Was hast du hier? Durchschlagskraft 40 mit dem Winchester. Da. Also 2 MGs kann ich ihm nicht geben, das verbraucht viel zu viel Großkalibermunition. .22-26 Präzision ist hier besser. Schaden ist hier höher. Durchschlagskraft 10% mehr. Stärke beweisen über die Waffe, weil die Leute zu irrational sind, überhaupt vernünftig zu handeln. Ja. Ja, gut, klar, ne? Psychologie der Massen und so. Ist jetzt vielleicht ein falscher Vergleich in dem Zusammenhang, aber wenn der Mob erstmal losrennt, dann wird es schwierig, ihn wieder zu beruhigen, das stimmt. Und das DP-27 ist generell aber präziser als das MG-34. Aber das Aufbrechen hat eine höhere Präzision und Durchschlagskraft. Ich glaube, wir verkaufen es trotzdem. 135, naja. So, wie sieht's hier aus? Wir brauchen Medipacks. Ja. Wir können ein bisschen Kleinkalibermunition verkaufen. Das war's. Die müssten eigentlich 3 Tage zu Hause bleiben. Das ist ja unmöglich. Man könnte hier nochmal versuchen, jemand neuen zu rekrutieren für 100. Ist mir eigentlich zu teuer. Man braucht es eigentlich hier, ne, für die Moral. In Wola zum Beispiel. Oder Mokotow, der ist für uns schon fast verloren gegangen hier. Mokotow plus 10 Moral. Ja. Und hier haben wir überall schon 4 Zermürbung. Mokotow auch. Also Wola wäre vermutlich am besten. Reduziere die deutschen Truppen.
Ach, in Wola ist gar keine Mission. Habe ich mich gerade verguckt. Verjage Maschinengewehr-Teams. Das haben wir ja schon mal gemacht. Könnte man machen. MG-Schützeneinheit. Oh ja, viel Erfolg, Alex, bei Unity of Command. Wie weit bist du gerade? Bei welcher Mission bist du? Und wir machen das hier mit den Maschinengewehren. Nehmen mal Janosch mit. Johannes, der muss hier in der Mitte stehen. Breche von Rom nach Norden aus. Ah ja. Ja, die Italien-Missionen, die sind happig, oder? Kasimirsch ist voll geheilt. Und nehmen wir den nochmal mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja gut, dann viel Erfolg auf jeden Fall und bis bald. Ach, übrigens wegen unserer Tabletop-Sache. Ich habe da nochmal eine andere Idee gehabt. Ich muss mir aber im Workshop nochmal was angucken. Ich melde mich dann nochmal bei dir. Ich habe da eine Idee. Gut, so. Maschinengewehrteams ausschalten ist der Auftrag. Wir geben erstmal Medipacks an Jadwiga, weil sie keine Zeit hat, zu Hause zu bleiben, um sich zu heilen. Ah ja, cool. Das wäre auch sicherlich eine gute Runde mit Thomas zusammen. Ich glaube, da braucht man aber ein bisschen länger, um sich mal in die Regeln reinzuarbeiten, oder? Aber dann können wir das ja auch die Tage mal besprechen, genau. Gut, so, die Schützentruppe mit dem MG. Da stehen... Wurfgerät 42. Wird nach dem Feuer vom Schlachtfeld entfernt. Wenn das Wurfgerät nicht scharf gemacht wurde und keine anderen Feinde anwesend sind, endet der Kampf. Ja, hallo, Freunde. Ach du grüne Neune. Ja, genau. Das machen wir so. So. Kann man die denn beschädigen? Ja, kann man, aber kaum. Kaum Schaden macht es. Kaum Schaden macht es. Flankierungsschaden, warte mal. Was ist denn hier jetzt wichtiger? Passiv. Der hinterste stellt die Dinger scharf. Ja, das sieht so aus hier, ne? Der hält da nur die Knöpfe. Den roten Knopf hält er in der Hand. Sind zwar drei Knöpfe drauf, aber er hat nur zwei angeschlossen. Weiß gar nicht, wo das dritte Kabel hingeht. Naja, ist auch egal. Wenn wir den erwischen könnten, allerdings macht das alles viel zu wenig Schaden. Wir könnten mal versuchen, den zu unterdrücken. Komm, das mache ich mal. Schauen wir mal, ob das Effekt darauf hat. Bringt sie zurück. Dann... Tja, verbotene Munition. Ja. Ach, das geht wieder nur in der Reihe, ne? Dann kriegen die beiden verbotene Munition. Dann können sie versuchen... Okay, da ist jetzt gerade irgendwas passiert, obwohl der Typ hier unterdrückt ist. Die Wurfgerät... Der Crewman. Hallo, ich bin ein Crewman.
Tja, das würde ja fast heißen, dass wir doch eher auf den erstmal schießen, oder? Aber der Blutung hat er widerstanden. Nee, dem Brand war das Brand. Und er ist auch nicht mehr unterdrückt. Warum das denn jetzt nicht? Wie lange hält das an? Dauer 1. Wir werden es erleben. 18 Schaden gegen ihn. Ne, komm, jetzt fällen wir mal rüber wegen des Flankierungsschadens. Ah, ja, gegen das MG war ganz gut. Jetzt wird der zweite hier irgendwie scharf gemacht. Die zweite Rakete. Bereithalten. Bereithalten, bereithalten. Er brennt. Was macht er denn da die ganze Zeit mit den Dingern? Ist ja, als wenn er ein Uhrwerk aufzieht. 21 Schaden. Feldkalibrierung. Okay, also es, er muss sie zweimal irgendwie vorbereiten und dann muss er noch zielen und dann kann er sie einsetzen. Oh, und er schießt vorbei. Hä? Okay, das habe ich jetzt noch nicht verstanden, wie die Dinger irgendwie funktionieren hier. Aber schalten wir ihn mal aus und gucken wir mal, ob sich das jetzt erledigt hat. Bring sie zurück. Oder ob die anderen das irgendwie noch abfeuern können. Kann ja sein. Bringt sie zurück. Trzymajcie się, dacie radę. Dann heilen wir Jaroslav. Der blutet auch noch. Das Ding wird schon wieder irgendwie aufgezogen. Ist mir ein Rätsel. Oder ist das der Timer, der runterläuft, bis sie hochgehen? Ah, 10 Schaden leider nur. Das ist ja schade. So, er wirft seine Granate raus. Aber nicht wirklich was getroffen. Die Dinger laufen immer noch. Das MG ist down. Der Grenadier hat noch 6. Einzelschuss geht nur nach hinten. Dann machst du das doch mal. Jawohl. So, das war die erste MG-Stellung. Und zum Glück konnten die Raketenwerfer nicht abgefeuert werden. Beschädigte Granate haben wir hier bekommen. Verkaufswert 2,50. 2 Fusch. Die sind 2 Fusch wert. So, in welche Richtung müssen wir denn? Hier rüber. Tja, hier sind auch noch 4 andere Kämpfe, ne? Hier ist eine Patrouille, dann weichen wir der mal aus. Die MG-Stellung ist irgendwo dahinter. Und hier ist ein... Kommen wir da vorbei, Heile? Ja, kommen wir. Irgendein Ereignis. Verborgene Gluten.
Bei der Durchsuchung des zerstörten Wohnhauses entdeckt eine Gruppe ein Versteck mit Dokumenten, die dem ehemaligen deutschen Besitzer des Gebäudes gehört haben müssen. Darunter auch die Besitzurkunde sowie ein Bankbeleg, auf dem einige Ersparnisse in fremden Währungen abgebildet sind. Dir kommt der Name des Besitzers irgendwie bekannt vor. Er war eine bekannte Persönlichkeit in diesem Bezirk und du bist dir ziemlich sicher, dass ihn jemand, falls nötig, aufspüren könnte. Und wir behalten sie. Sie könnten dem Aufstand nützlich sein. Du kommst zu dem Schluss, dass das Anwesen und das Geld am besten für die Zwecke des Aufstandes eingesetzt werden sollen. Plus 3 Momentum. Plus 24 Vorräte. Her damit. Ah, jetzt bin ich doch reingelaufen. Na gut. Was haben wir denn hier? Offizier der Gestapo. Schießbecher-Soldat, Schütze, Grenadier und ein Sanitäter. Tja. Mal als erstes mal Präventivbehandlung machen. Ihr schafft es ohnehin nicht. Das ist ja egal. Flankierungsbonus. Ach, nur 11 Schaden. Schade. Schaden. Das sollte Kraft geben. Kampfboni, okay. Was war das nochmal? Robustheit? Widerstände 65% erhöht. Ach Mensch, warum triffst du denn nicht? Einen hat er verfehlt, den Schießbecher-Soldaten. Ja komm, dann gibt er nochmal verbotene Munition raus. Für nächste Runde. Zeigt euch, ihr Ratten! Zeigt euch, ihr Ratten! Man kann ja zweimal schießen. Hör mal, was ist denn da los? So, er ist jetzt. Er blutet und brennt. Hoch. Gefährlich. Du! Wie spät ist es eigentlich überhaupt? 11:30. Naja. Dann wollen wir die Mission mal noch zu Ende bringen. Bevor ich Feierabend mache. Ja, eine gute Nacht. Wie gesagt, werde auch noch die Mission hier fertig bringen und dann bin ich auch raus für heute. Schön, dass du dabei warst. Bisschen Brandschaden hier hinten. Schießt vorbei. Ja, Uslav. Du hast doch schon eine Brille. Warum schießt du das vorbei? Durchschlagskraft 15. Aha. Ich glaube, der ist gefährlicher und wieder vorbeigeschossen. Das wird dir Kraft geben. Bei so einem Effekt wäre es natürlich cool, wenn man jetzt Martin da hätte. Es ist doch sinnlos. Und der den Status für alle bei uns übertragen könnte. Naja. Hätte und so weiter. Hätte Bananenschale. So, Jadwiga hat nochmal Blutungsschaden genommen. Wir haben auch niemanden dabei, der hier Granaten werfen kann oder sowas. Immerhin die ersten beiden getroffen.
Joa. Können wir denn vielleicht den Schießbecher-Soldaten mal rausnehmen? Wenn wir einen kritischen haben? Ne, reicht nicht. Reicht nicht. Der Grenadier wirft nochmal sein Granätchen. Es ist doch sinnlos. Guckt schon wieder. Und ui, 34, kritischer Schaden. Warum kann der immer so oft schießen? Weil sie so viele Aktivierungen haben. Warum haben sie so viele Aktivierungen? Ist das der Gestapo-Offizier hier? Mal gleich mal gucken. Ja, der gibt 2 Aktivierungen. Aha. Das ist natürlich interessant. Dann heilen wir erstmal Jaroslav, weil der natürlich auch noch Brandschaden bekommt. Granate ging vorbei, das war wichtig. Gut, das hat uns auch nochmal Heilung gegeben. So, der Soldat mit dem Schießbecher ist raus. Könnten niedermähen, wir müssen aber auch heilen. Jetzt nicht. Ah, sie kann nicht mehr. Kannst du denn noch? Ja. Nicht, dass uns hier jetzt einer hops geht in so einer Mission. Oder in so einem Kampf hier. Verschwindet. Ist ja nicht mal gegen MG oder gegen Panzer. Ja. Polnische Banditen! Banditen, ja. Nicht ganz, ne? Kommt wieder die Granate. So, Kasimirsch. Hör mal. Der Offizier, den würdest du erwischen. Hier würdest du den Grenadier holen. Mach das mal. Ja. Gut, und 21 Schaden gegen den Schützen war auch ganz ordentlich. Der hat jetzt noch 10. Schießt auf alles, was ihr seht. Erhöht die kritische Trefferchance um 15%. Das hört sich auch nicht gesund an. Ja, da hat er schon einen kritischen Treffer rausgehauen. Alter Verwalter, ey. Das wird dir Kraft geben. Zum Glück gibt der nur einen Bonus. Jetzt die Frage, den Offizier oder den Schützen? Machen wir den Offizier. Denn damit haben wir auch die 2. Aktivierung rausgenommen. Okay, da sollte man mal vielleicht dann eher drauf achten auch. Er kann damit nur nach hinten schießen. Ach, verdammt, nur 8 Schaden mit der Pistole. Arr. Der da. Ja, hol ihn doch nach vorne. Hol ihn doch nach vorne. Das macht ihm, glaube ich, nichts. So, du kannst da wieder nicht hinschießen. Jetzt geben wir nochmal erste Hilfe. Immer gezieltes Feuer auf die Offiziere, jo. Verschwinde. Wissen die Soldaten nicht mehr, was sie tun sollen. Tja, ich muss jetzt das hier machen, ne? Was verbraucht das denn? Auch Großkaliber-Munition? Na egal. Schon ein bisschen genauer. Dann haben wir jetzt nur noch den Sanitäter hier rumstehen. Können wir den mal nach hinten pieksen? Nee, offenbar nicht. Bringe einen Feind näher zum Benutzer. Ach, der kann. Aha. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Das wollte ich. Denn jetzt kann Jadwiga einen gezielten Schuss abgeben. Ja, genau, deswegen heißt es ziehen. Vollkommen richtig. Ach komm schon, Janosch, warum schießt du vorbei? Räche dich! 7 HP noch. Mhm. Verschwinde! Ha, 26 Schaden. Na gut. Finde und heilen. Meinst du, für den nächsten Kampf wär's, ja. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, hast du recht. Da bin ich offenbar noch zu wenig auf Min-Max unterwegs. Aber ja, das wäre natürlich logisch und sinnvoll gewesen. So, hier haben wir wieder die MG-Stellung, Hundeführer, Hund, Feldgendarm und Flammenwerfer. Und eine Deckung da hinten, was auch immer die da wohl soll. Dame Frisson Popalit! Ulkige Übersetzung. So, die bluten beide. Oh je, oh je. Das gefällt mir ja nicht so schön. Ist jemand 30 auf dem Flammenwerfer noch? Na, der kommt jetzt auch. Schauen, ob wir bei ihm die Blutung stillen können. Ja, weil er nur den einen. Halt! Den einen hat. So, der kriegt. Oh, 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 oh. Gut, dass sie gegen angeheilt hat. Da müssen wir den Jahreslauf auf jeden Fall gleich mal ein bisschen heilen. Sie kriegt nochmal Brandschaden ab. Ohohohohohoho. 2 HP noch. Umso besser, dass sie einen kritischen Erfolg hatte beim Heilen. Jetzt hat sie aber selber nur noch 19. Jetzt wird's heiß. Nee, bitte nicht. Jetzt musst du das Feuer löschen. Und er hat die das Blenden entfernt und nicht das Feuer. Warum tust du solche Dinge? Was ist hier das Problem? Ach, du bist unterdrückt. Ja. Das ist natürlich blöd. Dass du mit der DP27 irgendwie die Leute nicht vernünftig triffst, ist auch blöd. Hahaha. Was bringt denn der Flankierungsbonus hier? Gar nichts scheinbar. Wieder nur den Gendarm getroffen. Noch weiter zurück kann er ja nicht. Töten. Muss ja nicht mal sein Ding auch hier noch aufbauen, oder hier ist Scherze. Ach, Präventivbehandlung hätte man auch schon wieder machen sollen eigentlich, ne? Eieieiei. Zumindest ist er nicht unterdrückt. Sie hat noch 20 HP, jetzt die Frage, heilen? Präventivbehandlung geht auch nur für die 4 Umstehenden, oder?
glaube ja. Dann heil dich selber. Ja, aber auch richtig. Trzymajcie się, dacie radę. Das geht beides nicht mehr, weil er nach vorne gezogen wurde. Eine Finte vielleicht auf den Flammenwerfer? Und Einzelschuss geht nur nach hinten. Ich will zumindest mal den Hund loswerden. Ziel. Schusslinie ausrichten. Was bedeutet das? Ausweichchance erhöht. Jetzt wird's heiß. Jetzt brennen die schon wieder, Herrgott nochmal. Dacie radę, będzie dobrze. Trzeba to opatrzyć. Es ist ein fröhliches Heilen, hin und her heilen. Stehen bleiben! Übrigens habe ich heute einen Key bekommen für Tropico 6, das jetzt zwar schon eine Weile draußen ist, aber ich glaube, der DLC ist ja vor kurzem erschienen, ne? Ja, ich habe mal wieder Lust auf Aufbaugedöns und zwar auf langsam spielen und langsam bauen, auf schön bauen und auf realistisch. Das heißt nicht von Ära zu Ära springen, sondern mal in den einzelnen Zeitepochen das voll ausnutzen, vernünftige Siedlungen und Höfe und sowas bauen. Oh! Eieieiei. Gut, dass sie direkt gegen anheilen konnte. Ja, Jaroslav, der macht, glaube ich, heute nicht mehr lange, oder? Eieieiei. Freundchen, kannst du dir die Blutung stoppen? Und das wird jetzt als LP starten. Donnerstag wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich ja Phantom Doctrine mal wieder auspacken und spielen. Ich habe jetzt die Tage schon mal versucht aufzunehmen. Leider crasht das Spiel alle 5 Minuten, kann man sagen. Was wohl daran liegt, dass es irgendwie mit den Grafikkartentreibern nicht mehr zu Rande kommt. Und ja, das Spiel ist 1,5 Jahre alt. Der Support wurde eingestellt von den Entwicklern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr stimmungsvolles, cooles Rundentaktikspiel im Kalten Krieg. Spione und so Gedöns und wie Phoenix Point, nur ohne Fantasy, kann man sagen. Ja, aber was will man dazu sagen, ne? Eingestellt. Okay. Wer gibt mir jetzt mein Geld zurück? Schuss wollen wir nicht. Du stehst so weit vorne. Und du musst geheilt werden. Komm, dann heil dich mal. Und dann kommst du vielleicht tatsächlich gleich mal nach hinten. Ach, wieder Feuer. Oh, nochmal kritischer Schaden. Rebel Cops ist auch noch ganz nett. Ja, stimmt. Das ist ja quasi die Rundentaktik-Fortsetzung von This is the Police. Auch cool. Das habe ich eigentlich auch noch auf der Liste, beide Teile. Ich finde nämlich diese zynische Story einfach großartig. Bring sie zurück. Ja, doch ich dann vielleicht danach. Ich habe ja noch Expedition 2 King wieder angefangen, hätte ich fast gesagt. Jetzt fortgesetzt. Das ist ja auch so ein RPG, sage ich jetzt mal, mit
Rundentaktik kämpfen auf Hexfeldkarten. Auch ein großartiges Spiel, wie ich finde. Hast du, du hast keine Ausdauer mehr. Kameradschaft braucht auch 2 Ausdauer. Und du bist geblendet. Okay. Dogkickers. Da war doch was. Da habe ich ja überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja. Bald. lass uns doch mal. Ich schnacke mal morgen mit Alex wegen Tabletop- und Brettspielgedöns. Und dann können wir nächste Woche mal. Bald TM, genau. Können wir mal schauen, ob wir für nächste Woche oder für die Woche drauf einen Termin finden? Würde dir das passen? Frage für einen Freund. Oh, der kann da nicht hinschießen. Wer kann jetzt nochmal zurückstupsen? Zuschlagen. 3 bis 5 Schaden. Na gut, das reicht ja auch. Nicht genug Ausdauer. Okay. Zurückdrängen. Du kannst immer, nur in dem einen Tag halt nicht. Ja, ja. Okay. Na gut, dann melde ich mich bei dir, sobald ich das mit Alex geklärt habe. Und mit Tastenhorn, mit dem mache ich das. Da haben wir noch ein Field of Glory 2 Schlacht offen. Vom Slytherin German Stream Day noch. Nein! Jetzt habe ich. Oh nein! Gerd Fieger! Nein! Ja, GG, ne? Ohne die Sanitäterin kann man, glaube ich, aufhören. Puh, naja gut. Ungünstig, ja, ist wirklich sehr ungünstig. Jetzt ist er auch gleich down hier, er kann sich natürlich auch selber heilen. Dann muss er jetzt jedes Mal mitkommen, aber er heilt halt nicht automatisch. Das ist das Problem, das war ja das Gute bei Jadwiga. Er kann wieder immer nur dahin schießen. Kannst du denn ziehen? Kann man das MG zurückdrängen? Bringt sie zurück. Kann man wohl nicht. Da ist der nächste tot. Ja, Leute, dann ist das wohl dieses Angespielt heute zu Ende. Wie passend, zum Ende des Tages endet auch das Angespielt. Und zwar mit einer Niederlage. Bringt sie zurück. Belastend, oder wie sagt man? Ha, ha. Peng, peng, peng. So, 12 HP hat der Kollege noch. Er kann das MG nicht mal treffen mit seiner Waffe. Mit der könnte er treffen. Müsste aber dafür einen Schritt nach vorne gehen. Ach, ich bin gar nicht mehr dran. Na, jetzt töte ihn doch. Dann ist es vorbei. Dann hat das alles hier ein Ende. Bringt sie zurück. Das MG schießt nochmal vorbei. Ah. Voll unbelohnt. Du wurdest besiegt. Dead. Ja, Mission fehlgeschlagen. Zurück zum Versteck. Ach, kann man noch weiterspielen mit den übrigen Charakteren oder ist es vorbei? Ne, man kann noch weiterspielen. Konstanti hat sich der Sache angeschlossen.
Er ist ein polnischer Ulan. Ja, dann willkommen in unseren Reihen. Wir haben viel Platz in unserer kleinen Zelle. Und 327.000 Einwohner nur noch. Ja, 4 Leute haben wir noch, ne? Also, aber keinen mehr, der heilen kann. Was kann er? Er kann mit seinem Säbel zuhauen und er hat hier eine Mauser und diese Glüschkawitza, die zusammengebastelte, improvisierte Maschinenpistole. Hm. Na gut, also ich würde mal sagen, das Angespielt ist damit vorbei. Sicherlich auch nochmal ein Spiel, was man gegebenenfalls irgendwann auch nochmal in Let's Play verwandeln könnte, wer weiß. Oder nochmal weiterspielen kann, zumindest versuchen, aber wobei, also ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen Sinn ergeben würde, jetzt hier weiterzumachen. Es sei denn, man bekäme hier nochmal einen Rekruten, der tatsächlich diesen heilen Effekt hat, den Jaroslav gerade hatte. Hier, helfende Hand. Können wir uns sogar aussuchen. Und die können aber nur eine Waffe haben. Christian, du siehst genauso aus wie Jaroslav. Hallo. Okay, aber selbst das gleicht natürlich nicht das Auto-Healing von Jadwiga aus. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht dann die Tage doch nochmal ein weiterer Versuch hier in Warsaw. Wir werden es sehen. Ich mache es spontan. Es gibt ja einige, viele Programme oder Programme, ja, Projekte, die noch auf der Liste stehen. Die diversen Brettspiele, das Duell gegen den Tastenhauer, der Koop mit dem Dr. Tod. Ich habe noch ein paar andere Spiele in der Pipeline. Ich habe die laufenden Projekte, die noch abgeschlossen werden müssen. Ich habe ein, wobei das könnte wahrscheinlich in den nächsten Monaten erst kommen, einen Key angefragt von, wie heißt das jetzt noch gleich? Ja, mal eben schnell nachschauen. Wie heißt das denn jetzt? Spielt zu der Zeit der Napoleonischen Kriege, ist glaube ich ähnlich wie Scourge of War. Auch mit solchen Befehlsüberbringung per Boten und Verzögerung und all solche Sachen. Und ich sehe gerade, der Ranger hat seinen ersten Zug in Strategic Command War in Europe gemacht, was natürlich auch eine feine Sache ist. Aber das meinte ich jetzt gerade nicht. Also das ist das nächste Projekt, was kommt. Dann läuft ja auch immer noch Strategic Command World War I. Allerdings warte ich momentan auf den Zug vom Niki. Der hatte ein bisschen viel zu tun zurzeit. Von daher müssen wir uns da ein bisschen gedulden. Aber das ist ja auch kein Problem. Das ist ja nun mal so. Gibt auch andere Dinge, die zu tun sind. Wo haben wir es denn? Das ist die Antwort, aber das sagt mir jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Naja, ist auch egal. Also Französische Revolution, Napoleonische Kriege, freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass es gut ist. Ja. Also ihr seht, es gibt viele Projekte, viel zu tun. Nebenbei wollte ich noch die Anmeldung beim Finanzamt machen und so ein Gedöns. Ja, jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Bis die Tage. Gute Nacht.